Hier mal ein kleines Video zum Thema Verschwörungstheorien in Bezug zum 9-11, was ich darüber denke. Also ich habe mir darüber mal Gedanken gemacht, ist mir ein paar Sachen klar geworden. Also zum einen gehöre ich nicht zu den Leuten, die diesen Verschwörungstheorien hinterherrennen oder sie ernst nehmen oder wie auch immer. Für mich ist das relativ haltlos, dass sich da Leute dann bewogen fühlen, jetzt, ah, wir sind jetzt Flugspezialisten, wir sind jetzt Spezialisten für Temperaturen und Physik und so ganz plötzlich zeigt sich dann wie nennt man das, kollektive Intelligenz bestimmter Leute, die aber, wenn man es drauf anlegt oder spezifisch nachfragt oder nachforscht, dass das Endergebnis wahrscheinlich doch anders aussehen würde. Aber ich will nicht, man mache hier nicht das Video, um jetzt hier rumzulästern, sondern um mir mal Gedanken zu machen, wie diese Verschwörungstheorien entstanden sind zu 9-11 und so. Also erst einmal würde ich sagen, ist die Situation so überbordend, so übergroß, überdimensional, dass sie natürlich für den Menschen kaum zu ertragen ist. Dass in der Realität etwas passiert, das eigentlich nicht ganz, nicht so ins Bild passt, weil es war ja unvorhergesehen, also für den normalen Bürger war das unvorhergesehen und sowas ist natürlich schwer ertragbar. Und um das Bild erträglich zu machen, wird das Bild auch gerne umgedeutet. Und dass diese Funktion haben auch die Verschwörungstheorien, dass die halt die 9-11-Situation halt so umdeuten, dass sie in der Form gar nicht existiert hat oder nie existierte, sagen wir mal so. Damit das ja auch erträglicher wird. Und auch, dass die ganze Gewalt und Aggression nicht so im Raum steht. Denn wenn die Verschwörungstheorien jetzt rein theoretisch mal recht hätten, hätte sie jetzt nicht gegeben, die ganze Gewalt hätte auch gar nicht stattgefunden, die ganzen Toten, die Aggression hätte gar nicht stattgefunden. Denn das ist nämlich auch eine Sache, die schwer erträglich ist für manche Leute. Dadurch deuten wir das jetzt um, damit es auch erträglicher wird, damit die Situation nicht so übermächtig wird. Und deswegen denke ich, dass also bestimmte Personen, wenn, also die halt, die jetzt mit dem 9-11 gesehen haben in den Medien und das so schwerwiegend ist für sie, da, dass sie das nicht tragen können oder dass es nicht irgendwie kaum zu erfassen ist, dass sie die Realität, die dort die normal manchmal existiert, auch so grausam wie sie ist, einfach mal es abspalten und eine andere Realität daran setzen. Und das ist halt die Realität der Verschwörungstheorien. Weil es wird dann umgedeutet, damit die ganze Grauenhaftigkeit, damit der ganze Schmerz und das nicht länger zu ertragen bleiben muss und dafür eine andere Realität genommen hat, wo das halt nicht stattgefunden hat. Und da gibt es auch diese ganzen Schmerz und das ganze Leid nicht, weil man sich damit ja nicht konfrontieren muss. Es ist ja eine Verschwörung gewesen. Obwohl man ja auch nicht dabei vergessen darf, dass die Leute, die an eine Verschwörung glauben, an eine Verschwörung der Massenmedien glauben, ja, sich an ein Massenmedium wenden, um wiederum diese Verschwörung aufrechtzuerhalten, ne? Also einfach ausgedrückt, ganz einfach ausgedrückt. Man wendet sich vom Fernsehen ab und geht zum Internet. Entschuldige, dass ich da jetzt lache, aber wahrscheinlich, ich habe hier viel Stress zur Zeit. Das ist manchmal sehr entspannt zu lachen. Ja, Mann, das ist mir auch noch so ein Gedanke, der Gedanke, der ist mir auch noch gekommen, dass Leute, die an die Verschwörungstheorien, was in den Lämmern geht, also ja, an die Verschwörungstheorien glauben, sagen ja alle, das ist eine Verschwörung der Massenmedien, ne? Und bedienen sich dann im Internet, was ebenfalls ein Massenmedium ist, das ist das schon sehr praktisch. Naja, also ich bin halt der Meinung, dass die ganze Sache mit den Verschwörungstheorien kein reales Äquivalent hat, sondern das ist alles psychologischer Natur. Und es ist sowieso sehr fragwürdig, wieso sofort von Anfang an Verschwörungstheorien geglaubt wird, anstatt man erstmal die Realität nimmt und das erforscht, weil das würde ja viel, weil die Realität ist nämlich viel komplizierter, als man denkt. Das hat wahrscheinlich auch was damit zu tun, dass sich damit zu befassen wahrscheinlich etwas zu kompliziert ist, weil dann müsste man nicht in Politik aufgepasst haben oder einen gewissen politischen Hintergrund wissen haben, denn
Wir wissen doch immer noch nicht, was der wahre Hintergrund war. Es muss eine Situation gegeben haben, die provoziert wurde. Ich gehe mal davon aus, die US-Regierung hat wieder mal etwas provoziert, hat etwas in die Wege geleitet, genötigt, wie auch immer. Aber das zu erforschen, ist ja natürlich viel schwieriger. Da leugnet man erst viel lieber erstmal die Toten und das alles und steigert sich in eine Verschwörung hinein oder Theorie hinein, die natürlich dann die Erklärung an sich schon beinhaltet. Okay, also das war das meine Gedanken zu den Verschwörungen in Bezug auf 9/11.